So, ich kann auch D11 aufmachen, zumachen und D20 mal auf. Das sieht eigentlich auch gut aus. Dann kann ich D12 sagen. Okay, und was hast du? Du hast Wop? Ne, Trap. Okay, eine Trap. Dann sage ich doch hier mal Nav 3 L8, bitte. Und mit der 1 düse ich nach da unten und sag D13. Und sagt dann hier nochmal Motion. Der ist auch sauber, das ist toll. Kann ich D18 sagen? Und düse mit der 1 da rein. Und habe auf der Karte was entdeckt? Okay. Gazon. Und sag hier wieder Motion. Da ist nichts. Ich habe das ganze Schiff versorgt, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Kann ich hier wieder Sensor sagen? Sen. Ja, wo. Ach komm, Sensor Motion ist egal. So. Nav 1, D. Ähm. 18. Machen wir die Tür wieder zu und schau mal, ob aus D17 jemand kommt. Es sieht nicht so aus. Dann machen wir doch mal Swap und holen uns die Trap. Und sagen D17 zu und sagen A5 auf und A5 wieder zu. Können wir die 17 wieder aufmachen. Und D22 zu und D13 zu. Das passt dann alles soweit. Und dann kann ich D24 aufmachen. Genau. So, das sieht noch alles ganz. Okay, dann kann ich D24 wieder zumachen und dann sage ich A3 und A3 und D24 wieder auf. So, das sieht eigentlich da drüben ganz gut aus. Dann kann ich den 9 aufmachen und mit der 1 mal da reindüsen. Schauen, ob ich da was finde, was von Interesse ist. Ein Terminal. Und dann sage ich doch NAV 1D14. Und D14. Ach so. Ja, ich kann ja Türen nur dann benutzen, wenn ich im gleichen Raum bin. Das vergesse ich immer wieder. Weil ich das auch irgendwie ein bisschen unintuitiv finde. Okay, wir haben hier noch eine Drohne, eine hübsche. Und vermutlich ein kleines Upgrade. Vielleicht sogar Remote Power. Dann schauen wir doch hier mal, was Swap sagt. Interface! Yay! Endlich! Ein Interface! Sensor und Motion.
das ist doch ein super. Muss ich mal sagen. Okay. Dann, mach mal D22. Nav 3R10 bitte. So, die 1 nehmen wir mal und mit der düsen wir hier wieder weg. Und dann machen wir Dock A4. Wie viele Slots hat der? 1, 2, 3. Der hat nur 3 Slots. Okay. Dann machen wir A4 auf. Dann machen wir erstmal Tow. Und Nav 3 R1, bitte. So. Die Energie ist mir eigentlich gerade egal, der aktuelle Energiestand. Ah, verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt und verdammt. So, dann sagen wir mal mit Tow Ende. Dann sagen wir mal, wir gehen auf die 3 und düsen mit der 3 zurück. Weil wir natürlich auf jeden Fall das Interface an uns nehmen wollen. Swap. So. Interface, auf jeden Fall. Motion halte ich auch für unglaublich wichtig. Trap finde ich jetzt nicht so wichtig. Aber Motion auf jeden Fall. So. Und jetzt können wir uns ja überlegen, ob wir mit der... Ja, auf der anderen Seite, ne? Sensor habe ich. Motion. Motion habe ich selber drüben auch noch ein paar, oder? Ich dachte, ich hätte auf dem Schiff mit den anderen... Weil was ich am Überlegen bin, ist, was ist wichtiger, Sensor oder Motion? Zum Mitnehmen. Ich denke, Sensor ist wichtiger. Sensor benutzen wir nämlich gerade relativ clever. Und vor allem ist Sensor halt permanent. Den platzieren wir und dann haben wir ihn. Wir müssen den Raum bloß schon mal besucht haben. Und Motion ist bloß, um zu schauen, ob im nächsten Raum vielleicht was ist. Das heißt, Sensor wäre vielleicht ein bisschen cleverer. Das heißt, ich packe den zurück und den da rein. Und dann können wir ja auf 1 gehen. Und mit dem können wir ja sagen 28. Da könnten wir Dinger vertauschen, quasi. So, dann sagen wir doch hier mal Swap. Und sagen hier den Motion weg, ja, das ist mir gerade egal, und den Motion hin. Dann haben wir uns da auf jeden Fall schon mal quasi dieses Upgrade gespart. So. Genau. Jo. Das ist die Geschichte. Und was ich dann noch mache, ist überlegen, ob ich den... Ne, den Generator brauche ich auf jeden Fall. Die Probe brauche ich auch auf jeden Fall. Sagen wir so, ich brauche sie nicht auf jeden Fall, aber ich finde sie cool. Und ich finde sie eigentlich fast cooler als jetzt Motion. Gut, dann machen wir Nav 1, 2, 3, R1. Wenn wir jetzt dann quasi fertig sind und dann das Gelände, die Gefilde hier verlassen. Ich finde es schade, dass ich defekte Dinger nicht doch tonen kann, um quasi deren Zeug mitzunehmen. Ich meine, ich kann sie ja dann trotzdem irgendwie ins Weltall werfen oder so. Naja, ist ein bisschen schade, aber okay. Dann sagen wir A4.
und sagen schön Exit. Und hatten jetzt einen, naja, einigermaßen erfolgreichen Lauf. Genau. Eins haben wir leider zurückgelassen, weil wir halt Transporter, okay. Transporter ist nicht so schlimm, nicht so schlecht. So, I. Dann machen wir Ship Config. Ja, gut. Die beiden, die könnte ich eigentlich mal verschrotten. Ich weiß nicht, ob die Schiff-Dinger auch geupgradet werden müssen. Können wir ja mal bei Modification Ship Upgrade. Nee. Okay. Die sind einfach vorhanden. Da muss ich nicht auf Ressourcen achten. Das heißt, die Dinger, die kann ich auch einfach sagen, okay. Dann machen wir das auch. Scrap. Scrap und Execute. Beziehungsweise ich werde später wahrscheinlich dann fluchen. So, Motion auch 28 von 50. Okay. Und Generator und Generator. Da hätte ich sogar einen ablegen können, aber das ist jetzt egal. Das ist jetzt wirklich egal. So, Drohnen. Ich könnte Cliff mal reparieren. So, Cliff. Der kriegt 1, 2, 3, 4, 5. Der Zech kriegt 1, 2, 3. Und der Qbert, der Winnie jetzt erstmal, kriegt 1, 2, 3. Und der Qbert, der kriegt jetzt auch noch 1, 2. Dann sagen wir mal Execute. Okay. Dann sehen die wieder halbwegs okay aus. Ich könnte noch 3 verteilen. Komm, wir verteilen nochmal 3. Jupp. Jupp. Jupp und jupp. Dann habe ich jetzt überhaupt kein Scrap mehr, aber ist es egal. Dann sind wenigstens alle so halbwegs auf einem Level und Qbert, der in der Gegend rum rotiert, ist ein bisschen weiter. Gut, das war wahrscheinlich jetzt die falsche Entscheidung, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich sage jetzt einfach Travel. Und versuche die Drohnen umzukonfigurieren, genau. Also das Probe, das mache ich jetzt mal weg. Shield and Generator, hat der Winnie, genau. So, Sensor, Motion und Gatherer. So will ich das haben. Du brauchst gerade keinen Sensor. Aber ein Interface will ich. Ich will, dass du ein Interface hast. So, einfach nur, weil es schön aussieht dann. Bei dir genauso. Zack. Zack. Und zurück. Und hier... Nee, das lassen wir so. Da denke ich mir jetzt nichts Kompliziertes aus. Motion, Failure 10,10, 0,0. Da könnte man die beiden eigentlich vertauschen. Mehr als 20 brauche ich vermutlich nicht. Hoffe ich. Nehmen wir den mal mit. So. Generator sieht noch okay aus. Und Tow und Interface sehen auch noch okay aus. Cliff könnte ich eigentlich... Ich hätte ganz gerne einen zweiten Generator eigentlich. Und der kann von mir aus dann auch einen Motion haben.
Einfach als Backup. Oder? Oder ein Sensor. Oder ein Probe. Ach, das ist alles immer so. Naja, egal. So, lassen wir es jetzt. Wir versuchen, das Schiff zu betreten.